Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass du reingeklickt hast zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Was hältst du von Plug-in-Hybriden? Sind sie dir zu teuer? Haben zu geringe Reichweiten? Das könnte sich jetzt ändern, denn hier steht der GWM Way 03. Ein Mittelklasse-SUV mit mächtig Kraft, Systemleistung 442 PS und einer 28,9 Kilowattstunden nutzbaren Antriebsbatterie, die sogar schnell ladefähig ist. Und damit soll der Way eine Reichweite von über 130 Kilometern ermöglichen. Und das Ganze zu einem doch durchaus eher sozial verträglicheren Preis von unter 50.000 Euro. Was das ist, was der Way so kann, wie er sich fährt, wie die Platzverhältnisse sind, vor allem wie die Qualität ist und ob er auch wirklich so weit kommt mit der Antriebsbatterie, das werden wir heute herausfinden. Wir gehen gemeinsam auf die UbiTestet Verbrauchsrunde. Die ist über 116 Kilometer lang, besteht aus 50% Überlandstrecke, 40% Autobahn, VMAX 130 Stundenkilometer, 10% Stadtverkehranteil. Da wollen wir natürlich herausfinden, ob wir die Runde hier auch komplett mit einer Akkuladung komplett elektrisch absolvieren können. Zum anderen wollen wir natürlich auch herausfinden, wie arbeitet der Way 03 denn eigentlich, wenn die Antriebsbatterie leer ist? Wie effizient ist denn dann das 2 Liter Vierzylinder-Aggregat hier unter der Motorhaube? Wenn dich das Ganze interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn du jetzt dran bleibst, dem Kanal ein Abo schenkst, das Ganze auch likest und mir deine Meinung unten in der Kommentarbox hinterlässt. Dann können wir gerne hier über den Way 03 am Ende des Videos diskutieren. Und somit starten wir jetzt in dieses Review mit dem chinesischen Elektro-Plug-in-Hybrid-SUV und dem Ubi. Viel Spaß! Kommen wir zunächst einmal zum Namen GWM Way 03. GWM ist der Mutterkonzern Great Wall Motors, Way ist dann tatsächlich die Marke und 03 ist das Modell. GWM Great Wall Motors zählt zu einem der größten chinesischen Autohersteller, seit 1984 gegründet, bauen die auch kurze Zeit später schon Fahrzeuge, vorwiegend aber eher im Nutzfahrzeugbereich und dann eben auch viele Plug-in-Hybrid-Modelle. Mit drei Marken expandiert man nun nach Europa. Das ist zum einen eben Ora. Die bieten voll elektrische Fahrzeuge wie eben den Ora 03 bzw. vormals Ora Funky Cat und jetzt den Ora 07. Und es gibt die Marke Way, die für Plug-in-Hybrid-SUVs zuständig ist und mit zwei Fahrzeugen auch vertreten ist, derzeit dem Way 03, den fahren wir jetzt, und dem Way 05, ein Oberklasse-SUV. Zudem soll noch die Marke Haval wahrscheinlich kommen für leichte Nutzfahrzeuge und Pickups. Wann das der Fall sein wird, das wird man dann entsprechend sehen. Kümmern wir uns aber jetzt um den Way 03. Wenn wir ihn uns äußerlich einmal anschauen, dann ist es ein sehr präsent auftretendes Fahrzeug, insbesondere durch diesen starken Chromeinsatz hier in der Kühlergrillmaske, die wir haben. Das ist auch das Erkennungsmarke von Way. Genauso wie im Tagverlicht immer die horizontal ausgerichteten Stege, die wir nicht nur in den LED-Scheinwerfern haben, sondern auch am Heck in den Rücklichtern. Den Steg, das ist auch so das Symbol oder das Markenlogo von Way. Das ist eine Säule, die sich dann in der Heimatstadt von Way befindet. Und das ist dann auch das Markenlogo.
Das Fahrzeug hier entspricht mit 4,67 Meter Außenlänge dem der Mittelklasse oder der oberen Mittelklasse, wenn man es genau betrachtet, und ordnet sich dann so oberhalb VW Tiguan, knapp unterhalb BMW X3 ein. Deswegen ungefähr beide könnte man so als Mitbewerber eben sehen, oder eben Fahrzeuge wie den Honda CR-V oder den Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid, den Mazda CX-60 Plug-in-Hybrid, wie gesagt VW Tiguan jetzt Plug-in-Hybrid mit über 100 Kilometer Reichweite, oder BMW X3 Plug-in-Hybrid oder den Mercedes GLC 300e. Das sind so mal die Mitbewerber, die hier noch existent sind. Schauen wir aber beim Way einmal auf die Tatsache, Fakten. Dann gibt es hier eine elektrisch öffnende Heckklappe, die dann einen Kofferraum bereithält von 517 Liter Stauraumvolumen Standard. Es gibt keinen Doppelladeraumboden. Die Rücksitzlehnen lassen sich im Verhältnis 40-20-40 umlegen. Dann entsteht eine nicht ganz ebene Ladefläche, sondern eine leicht nach vorne ansteigende Ladefläche. Und wir können bis zu 1289 Liter hier in den Way 03 einladen. Allerdings sollte man das bedenken, Dachkanten hoch, so kann man hier nicht laden, denn es gibt hier kein Trennnetz, das man hier installieren kann, weder hinter der zweiten Reihe noch hinter der ersten Reihe. Also da muss man dann schon durchaus etwas vorsichtig sein, was das Zuladen angeht. Sicherer zuladen kann man dann über einen Anhänger, denn der Way 03 hat eine Anhängelast von 2 Tonnen. Das ist wirklich beachtlich für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge. Da gibt es nicht viele da draußen, die so viel ziehen dürfen. Und auch die Stützlast liegt mit 100 Kilo angenehm hoch, sodass dann auch hier sogar eben E-Bikes gut transportiert werden können auf der Anhängerkupplung. In der zweiten Sitzreihe gibt es dann nicht nur angenehme Platzverhältnisse, feine Materialien mit Kunstleder, Sitzen und Alcantara-Bespannung, selbst in den Türtafeln, sondern auch eine wirklich angenehme Bank. Man sitzt nicht zu niedrig oder zu hoch mit einem angenehmen Kniewinkel. Es gibt genügend Knie- und Kopffreiheit, auch einen Haltegriff gibt es. Leider gibt es nicht einen Sonnenschutzrollo, dafür aber eine Mittelarmlehne mit Becherhaltern, Luftausströmer und 2 USB-Anschlüsse sowie eben diverse Ablagemöglichkeiten. Also ist für den Reisekomfort hier in der zweiten Reihe auch wirklich gut gesorgt. In der ersten Sitzreihe ist natürlich entscheidend, wie sich die Sitze so machen. Und in unserem Fall haben wir hier die Standardsitze drin, lediglich hier in der gehobeneren Ausstattungslinie Luxury, Premium ist der Einstieg, haben wir dann hier eben auch diese Kunstleder-Alcantara-Sitze mit schöner Steppung, toller Verarbeitung, guter Haptik. Das macht einen echt soliden, tollen Eindruck. Die Sitze sind vierfach elektrisch verstellbar. Der Beifahrersitz leider nicht in der Höhe einstellbar. Typisch für asiatische Fahrzeuge, sehr schade. Dafür aber eben das Lenkrad auch in Höhe und Weite verstellbar. Könnte allerdings einen weiteren Verstellbereich hier in der Längsachse haben. Da fehlt mir so ein bisschen Weg, dass man sich hier dann optimal hier positioniert hinter dem 2-Speichen-Lenkrad. Der Blick fällt über den Armaturenträger. Alles wirkt sehr clean, sehr sauber, sehr übersichtlich und vor allem sehr edel. Aufgeschäumte, weiche Kunststoffe hier auch am Armaturenbrett und in den Türtafeln. Alles sehr weich, toll, haptisch anzufassen. Es gibt 3 Displays, die uns für Informationen oder Bedienung dienen. Zum einen ein digitales Kombi-Instrument, das dann die Geschwindigkeit, die Assistenz und eben auch die jeweiligen Reichweiten und Bordcomputerinformationen gibt. Dann gibt es ein Head-Up-Display, was seine Informationen in die Windschutzscheibe projiziert, was toll ablesbar ist und auch eine gute Informationsvielfalt bietet. Dann die Hauptbedienelement oder Bedieneinheit ist ein 14 Zoll großer Bildschirm hier in der Mittelkonsole, toll ablesbar, gute Reaktionsmöglichkeit und auch tolle Vernetzungsmöglichkeiten. Wir haben nämlich, und das ist selten für ein chinesisches Fahrzeug, hier Apple CarPlay und Android Auto an Bord, beides allerdings kabelgebunden, nicht wireless. Es gibt auch noch zusätzlich eine Wireless Charging Option hier fürs Smartphone in der Mittelkonsole, und in der Mittelkonsole sitzt auch ein 3. Display, und das ist für die Bedienung der Klimasteuerung zuständig. Das kann man dann von hier steuern, die Sitzheizung, die Sitzlüftung, die in unserem Fall vorhanden ist. Optional erhältlich gibt es dann auch noch eben eine Lordosenstütze und
eine Massagefunktion für die Sitze. Ich glaube, das würde ich mir persönlich sogar noch gönnen. Und dann gibt es auch Sitzheizung für die Fondpassagiere. Zudem gibt es noch ein Winterpaket und auch das würde ich wahrscheinlich nehmen. Ist auch hier nicht verbaut, mit einer beheizten Windschutzscheibe. Zusätzlich noch, also da könnte man dann auch noch mal weiter investieren. Zudem sind auch erst im Winterpaket dann die beheizten Scheibenwaschdüsen drinnen, die man natürlich hier im durchaus öfter mal kalten Europa gut benötigen könnte. Kommen wir nun zum Antrieb des Way 03. Unter der Motorhaube steckt ein Verbrennungsmotor, ein 2 Liter Vierzylinder Turbobenziner, der eine Leistung von 150 kW und 320 Newtonmeter hat. Wer den Basis Way 03 nimmt, ohne Allrad, der bekommt eine E-Maschine an der Vorderachse, die dann auch jene antreibt. Die hat eine Leistung von 120 kW. Da gibt es dann eine Systemleistung von 367 PS und 500 Newtonmeter. Das ist schon sehr stattlich. Wer dann sich für die Top-Variante entscheidet, hier mit einem zweiten Elektroantrieb an der Hinterachse. Der hintere Elektromotor leistet 135 kW und ist in dem Fall hier auch der Primärantrieb. Das heißt also, in den meisten Fällen fährt man eben nur mit dem Hinterradantrieb. Der vordere Elektromotor wird dann zugeschaltet und wird noch mehr Leistung benötigt. Dann kommt der Verbrennungsmotor hinzu oder aber der Akku ist leer. Und da haben wir nämlich noch einen wirklich großen Antriebsakku hier verbaut, einen 34 Kilowattstunden fassenden Lithium-Ionen-Akku, der hier im Fahrzeugboden eingelassen ist, von dem wir 28,9 Kilowattstunden Energie abrufen dürfen, um eben ihn zu nutzen für elektrischen Vortrieb. Wichtig zu wissen ist auch, dass das Fahrzeug sich immer ungefähr 8% dieser netto nutzbaren Akkukapazität frei hält, um dann eben stets immer die volle Leistung hier bereit halten zu können. Bedeutet, unter dem Einsatz dieser drei Maschinen zusammen kann der 2,3 Tonnen schwere SUV in lediglich 5,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt werden und die maximal erreichbare Höchstgeschwindigkeit, die liegt hier bei 230 Stundenkilometer, also wirklich respektabel und hier für Europa und vor allem für deutsche Verhältnisse echt gut nutzbar. Verwaltet wird die Kraft dann über ein 9-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe übrigens, das hier verbaut ist. Auch das arbeitet sehr zuverlässig, ohne merkliche Zugkraftunterbrechung und auch sauber, wenn dann der Verbrenner läuft. All das echt gut abgestimmt, lediglich wenn es darum geht, schnell die Leistung abzurufen und dann eben, dass dann alles schnell zusammenarbeitet, das funktioniert nicht so gut. Da braucht es dann immer mal wieder so ein bisschen Zeitversatz und Überlegen der Elektronik, bis dann wirklich der vordere Elektroantrieb dazu kommt, der Motor noch eingesetzt wird und dann braucht es eben noch eine gewisse Verzögerung, bis es nach vorne geht. Das könnte natürlich deutlich zuverlässiger funktionieren. Aber dennoch, in meisten Fällen hat man schon so viel Kraft durch die Elektromaschine an der Hinterachse und wenn die vordere Antriebsmaschine, E-Maschine noch zugreift, dass man gar nicht den Verbrenner wirklich braucht, um dann eben zügig nach vorne zu beschleunigen. Es gibt diverse Fahrmodi, die wir uns dann hier einstellen können. Insgesamt beim AWD sind es dann 8 Modi, Normal, EV, Charge, Sport, AWD, Snow, Mud, Sand. Also völlig übertrieben, im Normalfall wirklich normal, EV, vielleicht den Charge-Modus, aber würde ich auch nicht empfehlen, oder eben den Sport- oder den AWD-Modus. Das kann man dann auch aufs Multifunktionslenkrad hier legen, da hat man zwei beibelegbare Tasten, da habe ich mir zum Beispiel die Fahrmodi draufgelegt und da werden dann auch nur die Modes Normal, Sport und AWD genutzt. Das reicht in der Praxis völlig aus. Gut ist auch die Geräuschdämmung insgesamt hier. Sowohl der Vierzylinder-Benziner, wenn er läuft, ist akustisch sehr gut weggekapselt. Man hört ihn nur sehr dezent und dann auch mit einem angenehm kernigen Klangbild. Auch sonst, die Windgeräusche sind sehr gut hier verpackt. Erst so ab über 130 Stundenkilometer kommt dann eben so ein bisschen Luftverwirbelung um die A-Säule hinzu. Da merkt man natürlich, dass das Fahrzeug dann eher nochmal eine akustische oder eine aerodynamische Überarbeitung vielleicht für den Hochgeschwindigkeitsbereich bräuchte. Den hat man halt jetzt hier nicht gemacht. So what? In meinen Augen. Viel wichtiger ist ja eher hier das Thema elektrisch fahren, elektrische Reichweite.
Und da haben wir eben natürlich auch einen großen Vorteil, nicht nur diese große Batterie, sondern eben auch das Laden ist ein riesiger Vorteil. Wir können nicht nur dreiphasig mit 11 kW an der Wallbox den Akku hier in gut 3 Stunden füllen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, hier ein Schnellladesystem, das CCS-System, wie für einen normalen Elektrofahrzeug zu nutzen. Bis zu 50 kW Ladeleistung können dann hier in den Akku hineinfließen und die Elektronen dann wieder auffüllen. Das ist schon echt nicht schlecht und sorgt auch dafür, dass man in 38 Minuten von 10% auf 80% wieder aufladen kann. Gerade wenn man einkaufen geht und dann ein Schnelllader kommt, das ansteckt und dann einkauft und zurückkommt, da hat man meist immer 70%, 80%, 90% gleich wieder drinnen, je nachdem, wie lange man einkauft. Und das geht dann echt ratzfatz. Und die Ladeleistung wird auch zuverlässig und gut abgerufen und hält auch wirklich hoch an. Bis über 90% lädt man dann mit gut 30 kW immer noch rein. Also da lohnt sich dann auch die Schnellladefunktion, die hier serienmäßig an Bord ist. 139 Kilometer ist der WLTP-Zyklus, der angegeben wird, oder die Reichweite im WLTP-Zyklus. Ob er das erreicht, das werden wir natürlich gleich im Fazit sehen und berichten. Kommen wir aber noch zu einem etwas unschöneren Bereich, und das ist das Thema Assistenz, was Way hier mitbringt. Wir haben zwar alle Assistenten an Bord, die das auch teilautonomes Fahren ermöglichen sollen, also eine Spurführung aktiv, Abstandsregelung aktiv, tote Winkelüberwachung, Notbremsfunktion, Querverkehrsnotbremsassistent, all das ist hier durchaus an Bord, allerdings eben noch nicht so feingeschliffen, als dass man das dann wirklich auch die ganze Zeit nutzen wollen würde. Denn das Fahrzeug wird nicht sauber in der Spur gehalten, pendelt eher ein bisschen hin und her. Viele Eingriffe, viel Musik, Ding, Dong, Bing, Bang haben wir hier wieder drinnen. Auch das Fahrerüberwachungssystem muss man eigentlich in den meisten Fällen ausschalten, denn sobald man nur einmal kurz was bedient oder in den Außenspiegel ein bisschen zu lange guckt, dann gibt es sofort einen Hinweis, man möge nicht geistesabwesend sein. Das meiner Meinung nach nicht sonderlich gut, aber man kann all die Assistenzsysteme deaktivieren, wenn man das dann möchte, und hat dann auch einfach wirklich Ruhe hier im Fahrzeug, kann auch dann einfach nur den Tempomaten mit Abstandsregelung nutzen. Ich finde, das ist dann auch völlig ausreichend. Auch die tote Winkelüberwachung ist noch aktiv. Also ich persönlich schalte meist wirklich die Fahrerüberwachung ab und die Emergency Lane Keeping Assist, weil dann wird mir hier nicht eingegriffen. Und die Tempolimit-Anzeige schalte ich auch meist aus, weil auch da leider die Zuverlässigkeit zu wünschen eher übrig lässt. Ich glaube aber, da fehlen hier einfach nur den Chinesen entsprechende Testkilometer auf europäischen und auch deutschen Straßen. Und dann, wenn das mal umgesetzt wird, dann kann man das sicherlich hier über Software-Updates einspielen für die vorhandenen Fahrzeuge. Und dann bin ich mir sicher, dass das auch in absehbarer Zukunft deutlich besser wird. Kommen wir zum Fazit des Way 03, und ich bin durchaus beeindruckt. Ein wirklich gut gemachtes SUV mit viel Platz, einem durchaus komfortablen Fahrwerk. Im Alltag überzeugt der Wagen durch seine ruhige, zuverlässige Art. Die Reichweite ist wirklich stets deutlich über 100 Kilometer in unserem Testumfeld hier gewesen im Alltag. Die Schnellladefunktion sorgt auch dafür, dass man dann eben beim Supermarktparkplatz einfach mal kurz ansteckt, den Einkauf macht, und dann kommt man zurück und das Fahrzeug hat wieder 80-90% Ladestand und kann dann wirklich weiterfahren. Also der Motor läuft wirklich sehr, sehr selten, und wenn er dann läuft, dann läuft er sehr, sehr ruhig, unauffällig. Einzig das Zusammenspiel zwischen den zwei Elektromaschinen und dem Verbrenner, wenn dann hin und her geschaltet wird, das könnte ein bisschen smoother sein. Genauso aber muss nachgebessert werden bei den Assistenzsystemen, die wirklich bisweilen einfach eher nervig sind. Durch das ständige Gebimmel, ständige Lenkeingriffe, ständiges Überwachen durch dieses Fahrerüberwachungssystem. Man kann Gott sei Dank alles deaktivieren und kann dann aber weiterhin zum Beispiel die aktive Spurhaltung oder aber die Abstandsregeltempomaten ganz normal nutzen. Das sorgt dann im Alltag für eine nachhaltige Entlastung und sorgt dann auch dafür, dass der Wagen wirklich angenehm komfortabel im Alltag unterwegs ist. Was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt, sind die Platzverhältnisse. Viel Platz für Kind und Kegel.
Allerdings auch die Ausstattung premiös, muss man sagen, mit den feinen Materialien. In unserem Fall hier haben wir die höhere Ausstattungslinie oder respektive die beste Ausstattungslinie, denn wir haben zwei E-Maschinen, damit Allradantrieb und eben noch den Verbrenner vorne, somit die Systemleistung 442 PS. Den Einstieg bildet eine Single-Engine-Variante, die startet bei 47.900 Euro und ist dann auch schon ziemlich komplett ausgestattet. 360-Grad-Kamera, Stoffsitze im Innenraum, elektrische Heckklappe, ambiente Beleuchtung, Klimaautomatik, 19 Zoll Leichtmetallräder und so weiter und so fort. Wer mehr möchte, kann dann eben den Wagen hier sogar auch nochmal aufrüsten. Da gäbe es dann nämlich nochmal ein Luxury-Paket mit beheizter Windschutzscheibe, beheiztem Lenkrad, Massagesitzen und so weiter. Also da geht dann noch mal richtig mehr viel. Unser Testwagen, so wie er da steht, kostet knapp 57.000 Euro mit dem Allradantrieb. Ob man das braucht, muss jeder für sich selbst natürlich herausfinden und dann auch testen. Aber wie ist denn nun der Alltagsverbrauch gewesen auf unserer Testrunde? Und da bin ich beeindruckt. Über 116 Kilometer ist unsere Teststrecke lang, beinhaltet auch einen hohen Anteil an Autobahnverkehr mit 130 km/h. Und was soll ich sagen, er hat die Runde komplett elektrisch absolviert. Bedeutet, wir konnten die 116 Kilometer Testrunde hier mit einer Akkuladung problemlos fahren. Er hält sich ja immer noch so ungefähr 8-9% Restakku bereit, damit er immer stets die volle Systemleistung bereitstellen kann für Zwischensprints, Beschleunigungen und Sonstiges. Also auch das, wenn man dann hier an den Schnelllader ranfährt, am Ende oder hinlädt, dann hat man immer noch 8% Restakku. Wenn man dann den Verbrenner alleine laufen lässt, dann liegt der Testverbrauch im Schnitt so ungefähr bei 7,5 bis 8 Litern. Auf der reinen Autobahnstrecke geht es dann gerne mal so auf die 9 Liter zu, wenn man dann mit 140, 150 gerne mal unterwegs ist. Das ist aber für so ein schweres, großes SUV mit dem 2 Liter Vierzylinder dann durchaus gut. Natürlich hat man dann immer noch die Rekuperationsleistung und die Hybridstrecke. Es wird immer wieder trotzdem elektrisch gefahren. Dennoch sollte man natürlich sich dessen bewusst sein, den Wagen sollte man regelmäßig und häufig auch laden, was ja durch das Schnellladesystem auch gut funktioniert. Mir persönlich hat dennoch der Way wirklich gut gefallen. Ich bin jetzt gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr zum Way 03? Könntet ihr euch vorstellen, den Wagen euch zu kaufen oder zu leasen? Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu Plug-in-Hybriden unten in die Kommentarbox oder sonstiges, was ihr loswerden wollt. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.